Hallo Jimmy! Hallo Miranda, hallo Jimmy! Ich habe euch doch versprochen, dass ich euch die Geschichte von Ostern erzähle. Oh ja, stimmt ja, das hast du ja noch gar nicht gemacht. Und, aber das ist so eine lange Geschichte und eine gar nicht so einfache Geschichte. Ich habe euch ein Buch mitgebracht. Oh ja, Bücher, Bücher, wir lieben Bücher! Und zwar ist es ein ganz besonderes Buch, das ist ein Bibelbilderbuch. Da kommen die Geschichten von Jesus drin. Ja, Jesus, ja, den mag ich auch sehr. Ja, und um den Jesus, um den geht es jetzt an Ostern. Und das ist auch eine traurige Geschichte erst, aber später wird es richtig gut. Oh ja, ich will es hören. Lass uns das mal durchschauen, das Buch. So, Miranda und Jimmy. Hallo Kinder, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Ostern aus dem Bibelbilderbuch. Schaut mal, hier seht ihr den Jesus und der ist in dem Garten drinne. Jesus geht tiefer in den Garten hinein. Er ist ganz allein. Er wirft sich zur Erde. Er betet. Mein Vater, hilf mir, ich habe Angst. Wenn es sein kann, erspare mir das bittere Leiden. Aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Da kommen schon Judas mit einem Trupp Soldaten. Sie haben Fackeln und Waffen. Judas deutet auf Jesus. Der ist's. Die Soldaten nehmen Jesus gefangen. Sie bringen Jesus zum obersten Priester. Der fragt Jesus, hat dich Gott gesandt? Bist du der Sohn Gottes? Jesus antwortet, ja. Der oberste Priester und die anderen Richter sagen, habt ihr das gehört? Er macht sich selbst zu Gottes Sohn. Dafür muss er sterben. Sie bringen Jesus zum römischen Statthalter. Er heißt Pilatus. Nur Pilatus darf jemand zum Tod verurteilen. Die Soldaten ziehen Jesus einen Königsmantel an. Sie setzen ihm eine Krone aus Dornen auf. Sie machen sich über ihn lustig. Pilatus sagt zum Volk, da habt ihr euren König. Aber alle rufen, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagt, gut, er soll gekreuzigt werden. Die Soldaten führen Jesus ab. Er muss selbst sein Kreuz tragen. So kommen sie zu dem Hügel Golgatha. Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz. Alle Jünger haben Jesus verlassen. Nur seine Mutter Maria ist da. Und einer von den Jüngern, Johannes. Jesus sagt zu Maria, Johannes ist von jetzt ab dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, Maria ist von jetzt ab deine Mutter. Die führenden Priester verspotten Jesus. Er soll doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann glauben wir, dass er Gottes Sohn ist. Plötzlich wird es am hellen Tag finster. Jesus ruft, es ist alles vollbracht. Dann lässt er das Haupt sinken und stirbt. Jesus ist tot. Freunde von ihm nehmen seinen Leib vom Kreuz. Maria und andere Frauen sehen zu. Die Männer legen den toten Jesus in ein neues Grab. Das Grab ist in einem Felsen gehauen. Die Männer rollen einen runden Stein vor die Grabkammer. Es ist keine Zeit mehr, um den Toten zu salben. Der Sabbat hat schon begonnen. Niemand darf jetzt eine Arbeit tun. Alle gehen weinend nach Hause. Als der Sabbat vorbei ist,
kommen die Frauen zum Grab. Sie wollen Jesus salben. Das Grab ist offen. Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel sagt zu den Frauen: Was sucht er den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden vom Tod. Er lebt, sagt es seinen Jüngern. Am gleichen Tag gehen zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Man braucht für diesen Weg ein paar Stunden. Sie sind niedergeschlagen, weil Jesus gestorben ist. Die ganze Zeit sprechen sie darüber. Die Frauen haben gesagt, das Grab ist leer. Aber was ändert das? Wer tot ist, bleibt tot. Ein Wanderer kommt, der denselben Weg geht. Es ist Jesus. Aber sie erkennen ihn nicht. Sie erzählen ihm, warum sie so traurig sind. Er sagt zu ihnen: Alles ist gekommen, wie Gott es gewollt hat. So steht es in den Schriften der Propheten. Warum glaubt ihr nicht? Sie kommen nach Emmaus. Die Jünger bitten den Wanderer: Bleib bei uns zur Nacht. Bei Tisch nimmt Jesus das Brot und dankt Gott dafür. Er bricht es in Stücke und gibt es ihnen. Da gehen ihnen die Augen auf. Sie sehen, dass es Jesus ist. Im gleichen Augenblick ist Jesus verschwunden. Aber nun sind sie nicht mehr traurig. Sie sagen zueinander: Es war Jesus. Ist uns nicht das Herz ganz heiß geworden, als er auf dem Weg mit uns gesprochen hat? Noch in dieser Nacht gehen die beiden zurück nach Jerusalem. Sie erzählten den anderen Jüngern: Jesus lebt, er ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erkannt, als er uns das Brot gab. Auf einmal steht Jesus selbst unter ihnen. Sie erschrecken. Jesus sagt: Habt keine Angst, ich bin es wirklich. Jesus sagt: Gott hat es so gefügt, dass ich für euch sterbe. Aber er hat mich nicht im Tod gelassen, er hat mich auferweckt.